Bewertung des sanierten Zustands des Gebäudes. Die Außenhülle des Gebäudes und die Außenanlagen sind fertiggestellt. Die Räume des Untergeschosses erfüllen die raumklimatischen Erfordernisse für einen Besprechungsraum, eine Messwarte und ein Büro. Das Erdgeschoss ist neu gestaltet und bietet die Voraussetzungen für ein gutes Wohngefühl. Durch den Ausbau des Dachgeschosses ist eine attraktive Wohnung auf 2 Etagen entstanden. Das sanierte Gebäude erfüllt die Anforderungen an ein Niedrigenergiehaus hinsichtlich Wärmedämmung und Energieversorgungssysteme. Durch Mess- und Regeltechnik kann der Bewohner Auskunft über die Raumtemperatur und den Energie- und Wasserverbrauch erhalten und auf die Raumtemperatur, zum Beispiel bei Abwesenheit oder nachts, Einfluss nehmen. Das sind interessante Informationen, die man so tagtäglich auch um seinen Energieverbrauch oder auch Wasserverbrauch einzuschränken oder zumindest zu kontrollieren, ob man es dann immer noch weiter einschränken kann, sei dahingestellt, aber zumindest zu kontrollieren, das ist ja der erste Schritt fürs Einschränken.